Zu den Portern, die ich aus dem Ausland habe. Hier in seiner Ausstellung bei Amsterdam. Die meisten von euch werden ihn kennen. Niklas Dorf ist ein sehr renommierter Schweizer Grafikdesigner, der vor allem Poster gemacht hat, aber auch Corporate Identities, Illustrationen, Architektur, Interventionen. Und er hat auch tatsächlich seit Mitte der 70er Jahre hat er das Jazzfest, das internationale Jazzfestival in Willisau gegründet und hat doch fast sagen, ebenso viel Zeit für die Jazzmusik gewidmet wie dem Grafikdesign. Und ich fand es sehr schön, dass du mal geschrieben hast, eigentlich für dich sind es wie so die gleichen Komponente, die dazu zusammenkommen, also so diese gleichen Herangehensweisen eigentlich fast von der Jazzmusik und vom Grafikdesign. Und du meintest, es ist eigentlich für dich so dieser Rhythmus, der Klang, das Arbeiten mit Kontrast, Interaktion, Experiment, Improvisation, Komposition und Individualität. Und dass das tatsächlich so, ne, dass sowohl im Grafikdesign deine Art ist, im Grafikdesign zu arbeiten, genauso wie dann eigentlich in der Jazzmusik zu arbeiten. Und ich finde, deine Arbeit jetzt mehr kennengelernt habe, ich würde irgendwie da auf der Liste noch hinzufügen, so dieses Freudvolle. Und das ist wirklich was ich unheimlich toll und beeindruckend finde, deine Arbeit. So dieses absolut freudvolle Arbeiten mit Farbe und Formgebung. Und das ist für uns jetzt auch hier, die wir hier ja hinter diesem, also das ist der Ausstellungsraum und hinter dem Regal ist unser Arbeitsraum. Ich muss sagen, dass jetzt seit den 3 Wochen, wo die Arbeiten hier jetzt irgendwie installiert hast, das ist einfach auch so eine tolle Arbeitsumgebung, wo man jeden Morgen hier reinkommt und einfach schon so richtig Lust bekommt. Wieder mit Farbe und Stift und Papier und Skizzen und irgendwie so zu arbeiten. Und so diese Freude, die du hier transportierst mit deinen Arbeiten, auch wieder aufzugreifen. Das ist schon einfach unglaublich toll, hier damit jetzt zu arbeiten und umgeben zu sein. Und ich finde, diese Freude, denke ich, ist genauso auch spürbar, finde ich, in der Jazzmusik. Und ich weiß, wir vor 3 Wochen hatten wir hier die Eröffnung. Und da hatte Niklaus hier an die Wand diese Wandarbeit gemacht. Improvisiert dazu zu Live-Jazz-Musik. Und heute ist auch Silke Eberhardt und Nikolaus Neuser sind auch da, 2 der Musiker, die bei der Eröffnung auch aufgetreten sind. Und da dieses Zusammenspiel und diese Konversation und diese Energie, die hier entstand, ist wirklich sehr besonders. Und das war so toll und es hat so einen Spaß gemacht, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen nochmal ein Konzert und noch eine Live-Performance und zwar am 16. April. Es ist auch am Donnerstag, 19 Uhr abends, wird es eben nochmal die Gelegenheit, für die, die das versäumt haben, wird es dann nochmal die Gelegenheit geben, die Live-Performance mitzukriegen. Mit Uli Kempendorf. Mit Uli Kempendorf, Saxophon, ne? Ja. Auch noch Stühle hier irgendwo dazwischen. Entschuldigung, sitzt hier so lange. Bevor ich dann Nikolaus übergehe, für sein Talk, wo er uns auch einfach mal über all die vielen anderen Arbeiten nochmal erzählen wird, noch kurz den Hinweis, wie gesagt, auf die Performance am 16.04. Auch der Hinweis, dass es sowohl hier diese Originale, diese tollen, als auch nicht verpassen, wenn ihr nachher rumschaut, hier oben nochmal 7 Drucke der Tape arbeiten und auch noch extra ein Druck, der jetzt hier für die Ausstellung entstanden ist, mit dem Just Tape It. Und dazu gibt es auch nochmal so eine schöne 7-Druckkarte auch noch. Also es gibt auch jede Menge schöne Sachen zu haben. Und genau, sonst für die, die hier an der Wand sitzen, einfach genau ein bisschen Vorsicht mit den Originalen. Und sonst gibt es einfach wie immer anschließend oben Drinks. Also ihr könnt gerne noch bleiben, reden, austauschen und Niklas fragen. Und wahrscheinlich gibt es nach deinem Talk sowieso auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja. Dann übergebe ich an dich. Danke. Danke, dass du da bist. Danke. Danke und danke, dass ihr gekommen seid. Danke für die Einladung. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Thank you for coming. Servus, Herr Präsident.
Ja, ich habe mich entschieden, Deutsch zu sprechen. Sorry, Jim, I don't have to speak German. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Das ist eine, wie ist auch eine typische mittelalterliche Kleinstadt in der Schweiz. Und wie ihr seht, liegen die Schweizer Fahnen und Flaggen. Und vielleicht ist das ja der Grund, dass ich Grafikdesigner wurde. Farben, Formen, Symbole mit Plakaten. Ich wohne in diesem schönen Haus, da arbeite ich auch. Das ist also nicht in diesem Winter aufgenommen. Hier arbeite ich auch manchmal. Studium. Daneben aber, wie gesagt, seit ich 19 Jahre alt war, habe ich angefangen, Konzerte zu organisieren. Monatlich mindestens eins war das früher. Und dann nach 9 Jahren, 1975, habe ich gesagt, ja, eigentlich mal ein Festival. Habe ich es mal versucht und es wurde gerade ein voller Erfolg. Und somit habe ich das 35 Jahre weitergemacht. Ist natürlich eine Arbeit, die ich das ganze Jahr verteilt habe, das organisiert. Ich habe das quasi ja, in Personalunion gemacht, vor allem mit meiner Frau natürlich, mit Ems. Aber es war das erstmal die finanzielle Basis, das Management, die Gruppen organisieren, das ist ja das Schönste an allem. Und das Allerschönste ist ja noch das Plakat und die Grafik dazu zu machen. Aber es ist natürlich ein Haufen Arbeit, Sponsoring, sichzustellen, die ganze Budgetierung, die Finanzierung, weil man muss wissen, ich habe im Jahr mit Jazzkonzerten und dem Festival 1 Million umgesetzt. Schweizer Franken, das ist ja mittlerweile auch fast eine, ne? Nur zum Sagen, ich bin ja nicht ein studierter Kaufmann, aber ich habe sehr viel gelernt, learning by doing. Von den ersten Konzerten organisieren, vermitteln, mit Musikern verhandeln, später mit Managements verhandeln, Flüge buchen, Hotel reservieren, Verträge gestalten, Verträge einhalten und so weiter, das ganze Finanzierungswesen mit den Banken verhandeln, Vorschüsse kriegen, möglichst kreditlos und so weiter. Ich bin heute stolz, habe ich das geschafft. Ich habe 47 Jahre Konzerte organisiert. Konzerte habe ich bis 2013 organisiert und mittlerweile gibt es aber einen wunderbaren Veranstalter in unserer Nähe, für den ich auch noch Plakate machen kann. Hier ein paar Bilder vom Festival. Hier ist gerade Don Byron, Hurricane. Und ihr seht auch, das Design ist natürlich, die Basis ist immer das Plakat, aber es wird natürlich Bühnenbild, T-Shirts, die ganze Kommunikation passiert. Hier ein paar Bilder. Oben links, bin immer noch stolz, dass wir Charles Mingus hatten, im 76. In der Mitte Keith Jarrett, geht er da hinter Treppe hoch, zum Mohrensaal, rechts dann Jerry, unten bin ich im Gespräch mit Archie Shepp, dann der große Arne Coleman, und unten rechts bin ich im Gespräch mit Betty Carter. Oben links Max Roach, in der Stadt Willisau. In der Mitte bin ich mit Horace Silver, rechts oben Oliver Lake, Julius Hemphill, auch in der Altstadt. Unten links nochmal so ein Bühnenbild, da hatte ich mal 3 Jahre lang eine Neonschrift. Rot, blau, wunderbar. Und da in der Mitte seht ihr noch Happy Lincoln. Und wunderbares Gefühl, Konzert anzusagen vor vollem Saal. Ja. Wieder an der Garderobe mit Max Roach, oben rechts, das täuscht jetzt, ne? Da habe ich gespielt, wirklich mit David Murray auf meinem 50. Geburtstag, hat mir die Google-Musik ein Instrument mitgebracht und gesagt, jetzt spielst du mit, weil mit Murray hat gesagt, ich muss mitspielen. Das war ja ich spiele eigentlich nur noch auf die fast 8. Spezialität zum Spiel. Unten links nochmal der Saal. Rechts unten Bretzmann mit Hammy Drake.
Und da auch wieder Partikel vom Bühnenbild. Oben links Dave Douglas, John Zorn. Unten links Ellery Eskelin, Josh Roseman und Joy Baron. Und da seht ihr auch die Halle hinten und dann diese große Wiese, da kann das Publikum campen. Hier auch in der Bühnenbild am Piano Andrew Hill. Wieder Bilder oben vom Bühnenbild. 2007, Matthew Herbert, Big Band gerade. Und links, wer ist denn dort? Ja, Sami Rohrsich, weiß jetzt habe ich gerade. Irin Schweizer, auch ganz wichtig. Ich habe sie ja erstes Mal überzeugt, sie soll doch Solo spielen in 76. Und ich kann doch nicht Solo spielen. Wir haben gesagt, du kannst das. Und sie hat es wirklich das erste Mal bei mir gemacht. Und es war großartig. Und seitdem hat sie schon hunderte von Solo-Konzerten gegeben. Oben mit Ems, meine Frau, die natürlich wirklich direkte Hand ist für alles, was Jazz betraf, und Cecil Taylor. Hier eine Berlinerin, muss man sagen, Akita Kase, in vollem Rauch. Wunderbar. Oben links mit James Blood Irving. Rechts Almut Kühne, war sehr froh, sie hat hier auch performt, wo ich geklebt habe, bei der Vernissage. Dann nochmal Ems und ich, dort, wie gesagt, Ems meine wirklich wichtigste Mitarbeiterin. Und wir kennen uns seit 1970, also diesen Sommer 50 Jahre, kennengelernt auf einem Konzert mit John Chikai, was ich organisiert habe. Und ganz unten Silke Eberhardt, die heute eben auch bei uns ist. Und rechts ein etwas melancholisches Bild, das war die Verabschiedung nach dem letzten Festival. Alle die Helfer kamen auf die Bühne und haben uns, Ems und mir, Rosen geschenkt. Ne? Und ja, sowas. Bin ich doch. Meine Plakate ist natürlich, das ging immer Hand in Hand. Ich habe ja fürs erste Konzert schon ein Plakat gemacht, das war noch ein Linolschnitt und Bleisatz 1966. Aber dann nach 2 Jahren habe ich alles im Siebdruck gemacht. Mit diesem, der ist vor 3 Wochen verstorben, vor 4 Wochen, gerade vor der Vernissage. Und mit ihm habe ich 40 Jahre gearbeitet. Das war mein Siebdrucker, richtig. Jetzt gehe ich zurück in die 70er Jahre. Früher habe ich immer so nach Metaphern gesucht für meine Plakate. Das war für The Trio, das war eine der sensationellsten Gruppen mit John Zorn, Bar Phillips und Stu Martin. Ende 60, Anfang 70 war das die Band. Auch schon früh mit Silber. Silber, und was ich hier, die Komposition, das ist alles aus Letraset, also Abreibepunkte. Ne? Kennen die jungen Leute nicht mehr, aber so war es halt. Und die Schriften im Plakat, das war auch alles Letraset. Auch für eine Berliner Band, Schlippenbach Quartett. Wie gesagt, das sieht nicht sehr schweizerisch aus, die Typografie und die Grafik. Aber in der Zeit, wo ich eigentlich angefangen habe, war die Schweizer Typografie omnipräsent, die klassische. Da war alles im rechten Winkel, alles entweder Helvetica oder Akzidenzglabess, 3/4 fett. Und ich wollte da einfach irgendwie dagegen haben, das war mir zu viel damals. Und ich habe anderes versucht, Illustration, Malerei, weil die Beeinflussung war für mich viel mehr die Popart. Die war ja natürlich auch sehr präsent, sowohl die englische wie die amerikanische. Und eben der Siebdruck. Oder Zeichnung, Illustration. Michal Urbaniak, der kennt das noch. Die kamen aus Polen und sind dann durch Europa geklingelt. Oder die ganze politische Komponente, die Zeit war hoch politisiert, ne? Auch der Free Jazz, Jazz Avantgarde mit Clifford Thornton, mit den Parisern,
François-Duis-Bäckerei. Das waren Bilder aus der Presse. Ne? Vietnamkrieg war natürlich und so weiter. Und also es ging eigentlich um eine ganz andere Ästhetik. Es war irgendwie, ich finde auch heute noch, ein Plakat ist immer auch ein Zeitzeichen. Man macht es in der Zeit, wo es ist. Und so kann man die Zeit etwas ablesen. Ne? Dann habe ich, nachdem ich in Paris als Art Director gearbeitet habe, erst bin ich zurückgekommen in die Schweiz und das war mein Poster, um für mein neues Grafikstudio zu werben. Crazy. Wie gesagt, die 70er Jahre, das waren so kleine Metaphern, das war eine starke Faust, fünf für ein Quintett, fünf Finger, eine starke Faust. Starkes Quartett. Frank Wright, das war auch eine sehr wichtige Gruppe hier. Eher auch so, manchmal ist es nur Skizze. Dann war natürlich auch die ganze Hippie-Zeit. Hat man mal auch noch durchgeschlagen. Unglaublich, aber es ist halt so. Oder mit dem Musiker hatte ich lange Briefkontakt. Ne? Das ging ja alles lange früher, bis man sowas arrangiert hat. Das war aber Luftpost. Luftpost, die ganz leichten Papiere. Und da habe ich einen Umschlag als Idee fürs Plakat genommen und einfach den Text drauf. Das zweite Festival, 76. Man sieht jetzt die Line-Ups oben nicht in der Schrift, aber wie gesagt, Charles Mingus war da, Paul Blay war da, Sam Rivers, Art Ensemble of Chicago, das kann man sich heute so im Mund zerfließen lassen. Keith Jarrett, den hatten wir ja fünfmal. Wir waren eigentlich sein Lieblingsplatz in der Zeit. Er hat immer bei Manfred Eichel gesagt, Switzerland first, ask the class. Und wir hatten ihn im Trio, im Quartett, Solo und Quintett. Also in allen möglichen Besetzungen, also auch mit Dougie Redman und so weiter. Ja, hier war vielleicht das Freche am Plakat, dass ich so einen Fresszettel mache für den großen Keith Jarrett. Und die vier roten Scotch, die stehen eigentlich fürs Quartett. Aber damals habe ich auch mit dem Repro-Master gearbeitet. Das war so eine Repro-Kamera. Man hat die in der Dunkelkammer dann montiert und so. Und da hatte man ja die roten Streifen, Scotch. So kam auch die Idee hier. Das kann man jetzt nicht so lesen. Das heißt auch so Trio, es ist Hauptzeichnung. Also sagen wir mal lesbare Zeichnung. Und das ist ja nicht einfach ein Zirkusplakat, weil Clifford Thornton war ein aktives Mitglied der Black Power Bewegung. Ne? Wer das halt wusste, wusste es und die anderen hatten Freude am schönen Mann. Ne? Oder hier so ein Pullen. Die Freiheit des Grafikers, die Tastatur abzuwandeln, ne? Wie man will. Festival 78, eine Schlange. Ja, warum eine Schlange? Ich weiß es auch nicht. Der Jazz hat immer etwas Verführerisches, Geheimnisvolles, Exotisches und so weiter. Ja, wahrscheinlich. Und natürlich das Bariton-Sax-Tausch. Wunderschön gewunden. Für Braxton. Ah, das war das erste Mal, war da der Ray Anderson dabei, als ganz junger. Surrealismus, schlägt man mal auch durch. Jetzt zeige ich ein paar Situationen, wie die Plakate in der Schweiz im Aushang sind. Also man muss wissen, das Format ist wie dahinten, wie dieser Druck. Just Tape It, habe ich natürlich auch im Weltformat gemacht, ist 90,5 auf 128 cm. Das ist das Schweizer Weltformat. Aber nicht die ganze Welt hat es, nur die Schweiz. Aber es hat sich gehalten seit 1941. Das ist immer noch unser offizielles oder dann das Dreiteilige.
Entschuldige, wenn ich dazwischen frage, wieso hat sich die Schwarze nie auf ein DIN-Format irgendwo geeinigt? Ja, nein, das sind halt was Besonderes. Was Besonderes auch. Wir sind ja auch etwas Besonderes. Ja, ja. Hier ist der Einzelstein, das ist der Plakat für Jim Black's Gruppe. Alice No Access. Long time ago. Und hier, verschiedene Stellen. Und die Litfass haben wir auch. Zurück Ende 70, George Gorman. Hier die Idee, mit ihm hatte ich auch viele Telefongespräche, bis das geklappt hat. So habe ich den Gorman zum Callman. Aber auch hier die Beeinflussung ist vielleicht mehr von den polnischen Plakaten. Ich liebte es, wie die da von Hand ihre Schriften machten und halt nicht in Helvetica. Und da habe ich aber später, wo ich die Polen getroffen habe, auch Tomaszewski habe ich ja noch getroffen, gesagt, ah, I like so much your lettering and handwriting. Und dann haben die gesagt, ja, wir hatten das Geld nicht für Typografie. Oder hier für Sam Rivers. Ich gedacht, ja, wenn der Rivers heißt, vielleicht spielt er dem einen Fisch aus dem Sack. 1980, McCoy Tyner. Ja, das habe ich eigentlich schwarz-weiß gestaltet, wegen der Tastaturen. Ne, und wenn McCoy kennt, der hat so richtig starke Hände. Ne. Und am Schluss habe ich es beim Drucker dann noch in die Farben umgesetzt. Aber das war, das wurde eigentlich mein bekanntestes Plakat damals. Ne. Über alles haben die das gezeigt. Und, es scheint mir heute so simpel und einfach, aber damals war es ja auch nicht so einfach zu machen. Nee, man hatte ja keinen Computer, es war ja eine Collage, man hat es immer ausgerechnet, wie das von oben links bis unten rechts die ganze Information raufpasst. Und dann immer im Röppermaster wieder negativ, positiv und zusammengeklebt und wieder nachgezeichnet und so weiter. Heute ist das ein Kinderspiel. Sandra. Ja, Sandra, ich muss sagen, immer noch sehr begeistert. Er war dreimal bei uns mit dem ganzen Orchester. Und das war ja ein Ding. Ne? Da habe ich gedacht, oh Sandra, das wird aber kompliziert, so viele und so viele Instrumente. Es war alles so einfach. Also er kam einen Tag vorher an. Wir haben die am Bahnhof in Wolhusen, also in der etwas weiter weg, kam der an, dass er nicht mal umsteigen musste bis nach Wilhelmshaven. Da haben wir so ein Laster dabei, dass wir dann alle Instrumente und Koffer laden können, ein paar Leute, die uns helfen. Wir hatten überhaupt nichts zu tun. Beim Zug gingen die Fenster runter, die haben die Koffer und alles schon raus organisiert, bis zu unserem Laster aufgeladen. Weg waren die Hotels. Der wollte Dreier- und Zweierzimmer, was ja Musiker nie wollen, aber Sandra. Sandra stand da mit der Liste und hat gesagt, wer mit wem ins Zimmer geht. Wir haben immer gewechselt. Every night, also. Das war so super. Und dann haben die am ersten Abend gerade so 4 Stunden geprobt. Am anderen Tagskonzert. Aber ganz andere Stücke. Super. Ein Konzert gibt es auf Platte, mittlerweile auf CD auch. Sunrise in Different Dimensions. Dafür ein Konzert mit indischen Musikern und Charlie Mariano. Seht ihr den Elefanten? Ja, dann ist er gut. Und so ist es auch. Es war einfach eine meditative Musik und so habe ich es so gesehen. Oder für ein New Yorker Quartett, Arthur Blythe. Das war das letzte Konzert, scheinbar das letzte Konzert der Gruppe Ohm. Und meine Idee war Stecker raus und fertig. Ja, auch gegen die Idee, man muss, braucht eine große Headline auf dem Plakat, stimmt doch gar nicht, man muss aufs Plakat mal hingucken in der Straße. Der Text ist allerlei groß in Univers, nicht der VTK. Und
Ja, vielleicht ist der Stecker auch eine Art eine Schlange wieder. Ne? Kann man sehen. Oh. Dieses Konzert war reinhauslich für ein Festival mit mehrheitlich afrikanischen Musikern. Und ich war natürlich immer begeistert von diesen Scherenschnitten von Henri Matisse, wer nicht. Und es macht auch richtig Spaß. Farbige Papiere, Kappe der Schere. Diese Gruppe mit Namen Ethnic Heritage Ensemble beruft sich sehr auf die afrikanische Herkunft. Ein Chicago-Trio, dann habe ich diesen Amischlitten in diesen Leopardenfarben. Dieses Plakat habe ich mit der guten alten Schreibmaschine gemacht. Das war die IBM, das war das allerhöchste Kugelkopf-Schreibmaschine. Konnte man die Schriften austauschen. Hatte Univer, Times und andere, ne? Vor der Computerzeit. Die ganze Information einfach in Schreibmaschine. Ein weiterer Scherenschnitt für Herberto Pascual, eine brasilianische Gruppe. 1985 sind wir jetzt. Manchmal kann ich Ideen, die ich in der Typografie erfahre, umsetzen ins figürliche Illustrative. Das ist eigentlich genau dasselbe wie McCoy Tyner, dieses Violett-Gelbe, weil negativ, positiv, aber einfach figürlich. Dann 86, es ist jetzt etwas hell hier, die Farben. Müsst ihr das hier etwas dunkler vorstellen, das ist das war ein Tributkonzert für Thelonious Monk und ich habe mir so schwer getan. Ich habe stapelweise Porträts gezeichnet, mit Händen, mit Klavier für Monk. Ein Monk, für mich war das so ein Übervater, ein Herrgott. Und da bin ich eines Morgens einfach ins Atelier wieder, da habe ich so wie fast nur gelangweilt, so meine Zeichnung rum, mal den Text gemacht, der aufs Plakat muss dann auch da. Oh, warum nicht nur den Text? Und dann habe ich das so abgesetzt und fertig war es. Und alle kennen Monk. Und der Rhythmus ist ja eigentlich nach dem Monk-Stück, weil das Geheimnis dahinter ist, ich wollte eigentlich meine liebste Komposition von Monk visualisieren, Round About Midnight. Aber das muss nur ich wissen. Ne? Aber das ist Round About Midnight. Dann Funky Funky Time in den 80er Jahren. Steve Corbin. Ich habe vielleicht nicht so, ich will ja keine Prinzipien haben in der Gestaltung, aber vielleicht gibt es eines, dass euch auffällt, mein Bezug zu den Rändern. Ich finde, mit diesem Weltformat gehe ich immer möglichst an die Ränder, dass ich das Format größer mache. Und weil die Plakate hängen ja, heute hängen die mehr einzeln, aber früher waren das Fünfer Plakatwände und da musste man sich durchsetzen. Das ist ja vielleicht ein typisches Beispiel. Das ist aber auch ein Beispiel für Farbtheorie, die Farbe Blau tritt ja in den Hintergrund, Gelb in den Vordergrund ist die aktivste Farbe, dazwischen liegt Rot. Und die Farbe fürs Dreieck, hat ja Kandinsky so festgelegt, ist das gelbe Farbe, fürs Rechteck Quadrat Rot und für den Kreis Blau. Das ist eines der wenigen Fotoplakate, die ich gemacht habe, für Bob Stewart. Ein Foto von Melissa, wo er früher mal war, hinter der Bühne, mit Tuba. Das war für Baden. Ich habe dann auch Plakate für andere Veranstalter gemacht. Für Baden, das war ein Tribut für Fats Waller. Fats Waller, ein Streitpianist und Sänger in den 30er Jahren. Und dazu habe ich einen Holzschnitt gemacht. Genau, Holzschnitt kann man immer noch.
Third Kind of Blue war hier das Thema für die eine Gruppe. Ich habe einfach den Raum um die Figur gemalt. Ne? Und so. Ja. Typografie oder Illustration oder beides in einem, Tania Maria. Brasilianerin natürlich. African Echoes, Dollar Brand und Warren Smith mit Patrol Smith. Ist eigentlich Porträt von Dollar Brand. Darf man zwar nicht mehr sagen. Abdullah Ibrahim. I sag mir immer, why you call me still Dollar? Because you like so much the Dollar. Skizziert. Ja, ich finde eigentlich auch, für spontane Musik muss auch das Plakat spontan machen. Das ist eben die Schwierigkeit, dass es nicht verliert, bis gedruckt ist. Das ist eigentlich sehr skizzenhaft, das Ganze. Aber immer noch lesbar. Sisseltape. So. Ja, das habe ich eigentlich schon 76 gemacht. Im Kleinformat. Aber da kam er nicht. Die Tournee wurde gecancelt und dann habe ich das später erst wieder verwendet im Weltformat 89. Und dann habe ich, wow. Aber es war schon ein alter Hut. Jetzt mache ich einen kleinen Schwenker. Ich mache ja nicht nur Plakate. Ich habe auch alles andere gemacht. Ich habe auch Geld verdient mit anderen. Da zeige ich jetzt einfach ein paar Logos. Oben links für eine französische Filmgesellschaft, in der Mitte ein Logo für Vereinigung Eltern und Eltern für das Kind. Rechts oben ist für die Physiotherapie. Unten links ist Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur. In der Mitte ist für eine Modeboutique Z. Und rechts unten ist ein Logo für Logo. Das ist in Beijing, haben die eine Logo-Competition alle Jahre. Wenn man in China ist und in Studios oder Agenturen hängen da so Urkunden immer mit diesem Logo. Oben links für eine Herzrehabilitationsklinik im Bündnerland, dann Luzerner Vereinigung der Apotheker. Blau-Weiß ist das Wappen für Luzern, deshalb Blau und Weiß. Parasi, Parat. Herzinsuffizienz, auch eine Gesellschaft an rechts. Das war für 700 Jahre Willisau. Der Löwe aus dem Wappen. Unten links Luzerner Stadtlauf, sehr populär. Haben das Logo immer noch nach 25 Jahren. Früher konnte man noch in der Schweiz für Banken arbeiten, auch unter Kunden. Mittlerweile haben die alle fusioniert, es gibt nur noch ein paar große Banken. Und da kommt der kleine Grafiker nicht mehr zum Zug. Oben links für Theater, Lojac Musik ist ein New Yorker Music Label. Oben rechts für ein Festival in Shanghai. Unten links für ein überregionales Turnfest. Letztes Jahr war es 60 Jahre Ronnie Scott's Club in London. Und rechts ist ein Probierpaket für eine große Weinhandlung. Auch ein schöner Kunde. Zurück zu den Plakaten. Ich habe auch Theaterplakate gemacht für dieses Mai-Theater, das war sehr interessant. Die Empörung, das ist nicht Marx. Alle denken, es ist Marx. Das ist Bakuni. Das war der Begründer der Anarchie. Willem Breuker. Wer kennt noch Willem Breuker? Das war eine Geschichte. Ganz verrückt. Ich habe einfach, ihr kennt die Schrift, die Grafiker. Hä? Was ist es? Futura, drei Viertel fett und zerschnitten. Dieses Plakat habe ich gemacht, nachdem ich in Australien war. Ich war so begeistert von den Felszeichnungen der Aborigines.
Aber auch hier wieder mein Bezug zu den Rennen. Ne? Stadttheater Luzern habe ich ein Jahr gemacht oder eineinhalb Jahre. Othello. Dann hier für Mary Kaya Sabak. Die Schrift ist alle getropft. Na, tropft. Dreifach Rohrplatte. Ist fast eine Universum. Zeichnung, Fred Wesley Group. Dann 92 war in der erste UN-Ökologie-Kongress in Rio de Janeiro. Und die hatten die schöne Idee, 30 Grafiker aus 30 Ländern einzuladen. Und ich durfte als kleiner Schweizer teilnehmen. Und ich wollte eigentlich ein Plakat machen ohne Text. Verständlich für die ganze Welt. Ne? Und die Brasilianer haben dann so komische Reaktionen gesagt, ja, es hieß doch im Briefing nicht Brasilien orientiert. Die haben gerade an den Amazonas-Hochzug gedacht, aber wir haben dasselbe Problem, wir reden vom Waldsterben und so weiter. Und eigentlich ist es ein Symbol für die Natur, die blutet. Heute muss ich das überall hinschicken. Für Konferenzen und für Sachen oder Publikationen muss ich das abbilden wollen. Ne, mit dem ganzen Klima-Scheiß. Ne? Und in Japan ist es ganz bekannt. Es ist in Grundschule in Japan, das kennen alle Japan, das ist eine ganze Seite oder fast eine ganze Seite im Schulbuch über Umwelt. Der Modern Jazz Quartett, das war auch für eine in Baden. Ja, es geht einfach an die Rand. Ne? Und man muss sich ja vorstellen, links und rechts hängen andere Plakate. Oder wie der denn das Umfeld der Figur gemalt, um die Figur zu erreichen. Dann für Olma, das ist eine große Messe in St. Gallen jedes Jahr. Und die hatten immer eingeladenen Wettbewerb gemacht. So 10 Grafiker eingeladen, war auch gut bezahlt. Und einer hat es gemacht. Ich konnte es dreimal machen für diese Messe. Nur zum Sagen, es ist jetzt aber eine grobe Malerei. Dann wieder typisch schweizerisch vielleicht. Typoplakate, eine Ausstellung. Aber Univers. Nicht erfindet. Das ist ein politisches Plakat zur EWR-Abstimmung. Na, ich war ja der Meinung, mindestens in EWR sollte die Schweiz, aber das haben wir auch nicht geschafft. Nein. Und das Plakat habe ich eigentlich mit dem Siebdrucker, hat es mir gratis gedruckt, weil er auch der Meinung war, wir müssen was machen. Und die Plakatierungsgesellschaft hat es ausgehängt, kostenlos. Wir haben das ganze große Auflage gedruckt. Nach 3-4 Tagen ruft mich der Direktor der APG, der Plakatierungsgesellschaft, wir müssen das abbrechen. Die Kunden reklamieren dermaßen, ne? Weil sie das hängen. Ne? Ich habe ja nicht mal einen Text dazu. Nicht mal einen Text. Duschezeichnung für ein Festival. Auch freie Dusche. Für ein String-Trio. Erotische Plakate. Die Idee ist eigentlich Leda und der Schwan dahinter. Ne? Und aber auch der Bezug zu den Rändern. Ne? Das muss ganz präzise gedruckt und geschnitten werden. Es ist eigentlich im Original etwas leuchtrosa. Es ist etwas schrumpf da. Dann hatte ich das Vergnügen, ich konnte, ja, ich war mit Ems, meine Frau war ich in einem Café in Luzern
Und dann hören wir, wie so zwei junge Frauen so quatschen über Stempelschriften, Gummistempelschriften. So. Und hat immer größere Ohren gemacht. Aber die müssen jetzt weg, so viele Kästen und alles. Nochmal habe ich mich eingelischt. Habt einfach zufällig was gehört. So. Jetzt waren das von der Dekorationsabteilung eines Warenhauses, dass die noch so Gummistempelschriften hatten. Und ich konnte gerade mit und ein paar mitnehmen. Ne? Super Alphabeter, ne? Und das war das erste Plakat, was ich da mitgestempelt habe. Wunderbar, man findet sie nicht mehr. Man findet sie. In China gibt es sie noch ganz kleine so Alphabets, aber das sind solche Dinge. Ne? Solche Dinge. Und oh. Ja, die Musik beeinflusst natürlich stark das Design immer. Und hier was zum Titel Echoes of Techno ist natürlich harte Arbeit, Computerarbeit. Muss auch manchmal sein. Ne? Aber auf der anderen Seite, das nächste Plakat war gerade wieder einfach Dusche und Pinsel, Hilary Escoin und Handmenge. Das zeige ich ein paar, ich habe natürlich viele Schallplattencovers gemacht. Also von Willis habe ich mittlerweile etwa 60 CDs, LPs. Wenn nicht noch mehr, das kommt ständig raus. Aber ich habe nicht alle Covers gemacht. Ich habe auch für andere Musiker Covers gemacht. Oben links, das war die erste Willisau-Platte. Chris McGregor's Brotherhood of Brass, live at Willisau. Dann kommt eine Box für Max Roach. Die beiden Solos mit Anthony Braxton und Archie Shepp. Dann die dritte mit Willie the Pig. John Chica hier in Schweizer Club. Das ist die einzige Platte, die ich produziert habe im 75. Und zwar ist Cover im Siebdruck. Silber, Pink, Blau. Ich habe immer noch ein paar auf der Seite. Und es gibt immer wieder Japaner, die wir bestellen. In Japan haben wir sehr gut verkauft. Oben rechts 29 Saxophon-Quartett. Dann in der zweiten Reihe Slickaphonics mit Ray Anderson. Dann Ohm. Dann Vienna Art Orchestra, Eric Satie. Dann für Harry Miller, eine Band, Tony Coe, Tony Oxley and Cole. Dann kommt, und dann sind zwei neuere, die habe ich, das ganz rechts habe ich eigentlich, das ist eigentlich auch eine Tape-Arbeit. Das habe ich dieses Jahr, also letztes Jahr gemacht. Und die zweitletzte ist Johnny Diani, Solo-Konzert, das die in Schweden rausgebracht haben, aber erst im letzten, vorletzten Jahr. Kommen wir zu CDs, das ist natürlich nur eine Ausnahme, das Mögliche. Oliver Lake kommt beide rechts, dann Archie Shepp, Horace Parlan da, links Braxton Solo, Dave Holland, die zwei und so weiter. Rechts auch Braxton, das ist eine Box mit zwei Doppel-CDs. Dann wieder oben links für Dave Holland, Musical Monsters, Ray Anderson, Martin Ehrlich und wieder für Ray Anderson. Für Ray kommt die Filme, der kommt niemand zu mir, wenn er wieder eine braucht. Dann in der Mitte links Akita Kase, für dich, Uli. Ja, ne? Und dann Silke Ebert, Almut Kühne mit Gebhard Urban und die Ton. Unten rechts ist die neueste. James Brandon Lewis und Chad Taylor, die kommt erst jetzt raus. Zu Büchern, Jazzbüchern habe ich auch einige gemacht. Reklam, da gibt es eine ganze Reihe. Das Reklambuch der Musik, da gab es eins der Kunst, der Literatur, der Architektur. Da wird da fünf Bände gemacht. Und dann der Jazzführer, der gibt es natürlich, der sieht heute auch anders aus. Oder diese kleine Jazzklassik, das man so lustig, die kleine Büchlein. Und meine Idee war eigentlich Hotel Cool zu der Box. Dann habe ich die Umschläge für Orias Verlag gemacht, ein deutscher Verlag, der sehr schöne Biografien herausgegeben hat. Oben links ist für Irene Schweizer ein Buch,
Und dann das zweite, das ist auch für den Christian Bröcking, wieder auf Neuauflage seines Essays, ein Buch über Cecil Taylor, natürlich den Finger. Und rechts, mein großer Stolz, da habe ich etwa 6 Jahre daran gearbeitet, das ist ein 700-seitiges Buch, die Chronik des Jazz in Willisau. 47 Jahre, alles dokumentiert, alle Konzerte sind drauf gewesen, wunderschöne Fotos, verschiedene Fotografen. Such a book, in Norwegen. Yeah. Gehe ich noch zu einem anderen Job. Dankbare Arbeiten für Kunst am Bau. Da wurde ich ja meistens so als Außenseiter eingeladen, ja, nehmen wir noch so einen Grafiker. Und manchmal habe ich aber dann realisiert im Wettbewerb. Das ist für Credit Suisse in Zürich. Ah, die Fassade und dann im Treppenhaus habe ich aus Metall solche Elemente, das ist jetzt nur eine Auswahl. Oben sieht man ein Bild, wie die dann im Treppenhaus gehängt sind. Oder hier für ein Sportzentrum, das Hallenbad oben. Und unten die Sporthalle. Oder hier die Stadthalle in Zoggingen. Das ist auch so ein Konzertsaal und eine kleinere Säle. Dankbare Sachen auf der Wand. Das ist für eine Schule, außen und innen. Da rechts unten, das war da für den Zeichnungssaal, den einen Kantinband. Und was war, ja, das ist für die Distillerie, die Abwasserreinigungsanlage, für die Distillerie. Das ist was Aktuelleres, Ringer und Schwinger. Schwinger kann ich jetzt, kennt ihr nicht, das ist eine Kampfsportart, ähnlich dem Ringen, aber nur schweizerisch. Aber super, super populär. Das große eidgenössische Schwingfest hat 25.000 Zuschauer. Die bauen Riesentribünen auf, alle gucken Fernsehen und der Schweizer Schwingerkönig ist ganz wichtig. Wir haben nur einen König, aber der ist der Schwingerkönig. Ein paar Produkte, oben Keksdosen, unten Schnapsflaschen. Steht für viele Flaschen, die ich gemacht habe. Da auch die untere, da ist sogar das Produktdesign von mir. Ringli Schnaps. Dann die Swatch 91. Das war auch 700 Jahre Eidgenossenschaft. Gab's. Das war mein bester Job ever. Das gab einen Wettbewerb für alle 4 Sprachregionen. Sollte es eine spezielle Kunst-Swatch geben. Mit Unterschrift drauf. Ne? Man findet die immer noch. Ne? Weil meine wurde am meisten verkauft. Wie viel denkt ihr? Unglaublich. Und ich hatte Tantiemen, ich sage jetzt nicht wie viel. Ich hatte ein Grundhonorar, aber mit dem 1991, das war mein bestes Jahr. 620.000. Was? Wow! Man muss sich vorstellen, Swatch war in jenen Jahren ein Wahnsinnsboom, international. Ja, ja. Sammler gab es. Die wollten jedes Modell haben. Das ist alles vorbei heute. Aber auch 700 Jahre Schweiz, die Schweizer wollten die 400 oder die 500. Und dann oben da habe ich so einen Schrank von der Möbelfabrik designt. Unten Seidenfoulards, Krawatten. Präsentiert von meiner Familie auf meinem Balkon. Okay, jetzt komme ich zu einer anderen Episode. 1998 wurde ich als Professor nach Stuttgart berufen an die Akademie, Kunstakademie. Und es fing wirklich ein tolles Kapitel für mich an. Ich habe das nie gesucht, ich wollte ja nie Unterricht, weil ich bin so ausgelastet mit Jazz und mit meinem Studio. Und dann hatte ich aber 96, wurde ich eingeladen für eine Vertretungsprofessur in Kassel. Und da konnte ich in der zweiten Woche hin. Ne? Und das hat mir so Spaß gemacht. Und dann im
98, jetzt bestimmt ein Jahr später, habe ich der Edelmann, Heinz Edelmann, angerufen und gesagt, ja, Sie wären doch was, Sie sollten sich bewerben und so. Und ich war so gebauchpinselt von diesem großen Edelmann angerufen zu werden, habe ich beworben, dann bin ich halt dann gelandet gemacht. Wir haben tolle Projekte gemacht mit Studenten. Das ist die Litfaßsäule, die habe ich initiiert, dass die da ins Gelände kommt und die wird auch rege benutzt. Und bei der Verabschiedung, wo ich da die Jacke verlassen habe, haben sie sie beschriftet. Niklaus Droxler-Säule heißt die heute. Und hier ein paar Projekte. Ich habe natürlich auch versucht, Plakate zu machen, viele. Wir haben anderes gemacht, man bügelt Plakate. Aber Plakate und öffentlicher Raum. Hier war eine Aktion für so einen super Platz an einer Kreuzung, einer großen, konnten wir Großflächenplakate machen mit dieser Zwischennutzung. Die konnten wir in Radebeul, haben wir die gedruckt und konnten die aushängen in Stuttgart. Oder hier nur zum Beispiel war eine Aktion Plakate für das Plakat. Die wurden auch in bundesweiten verschiedenen Städten immer wieder ausgehängt. Einfach Werbung fürs Plakat. Mit den Studenten hatten wir natürlich auch große Reisen immer. Das ist jetzt, da oben hast du auch vom Unterricht da Fotos und dann auf der chinesischen Mauer. Ne? Wir waren zweimal in China. Zweimal in China, unten links wieder so eine Plakataktion für Generation Prekär antwortet. Das war auch eine schöne Plakataktion. Am Schluss, bei meiner Verabschiedung, hatten wir eine große Ausstellung mit meinen Plakaten und Studentenplakaten in Stuttgart. Und das war die ganze Truppe da von damaligen und ehemaligen Studenten. Eine große Genugtuung, meine Töchter sind auch tolle Designer. Und 2008 war die Eröffnung des Phoenix Design Parks in Hangzhou. Und wir wurden eingeladen, eine Ausstellung zusammen zu bestreiten. Vier Markups ist die Ausstellung. Katrin macht Modedesign, Paula und Annik Plakate und Grafikdesign, Paula noch viel Illustration. Ja. Guckt euch das an, was die machen. Ich bin mit Designer, auch mit Jazz, bin ich viel in der Welt rumgekommen und eingeladen. Oben links ein Foto in Japan, 1995 hatte ich eine Ausstellung in der GGG Galerie in Tokio. Mitte da ist ab 1998 in China, hatte ich eine schöne Tournee. Und immer trifft man junge Leute. Unten links eine Ausstellung in Santiago de Chile, auch schon eine Weile her. Dann gebe ich Workshops, in der Mitte ist nur ein Bild aus Istanbul. Unten rechts aus dem Iran, hat zweimal mehr Iran für Workshops, in Teheran und in Shiraz. Was ist jetzt da oben links? Da Workshop in Mannheim und ein Workshop in Porto. Oben auch so Tape-Workshops. Ich war viel letzten Workshops mit Tape, das lieben die Leute. Vom Computer wegbringen, schnipseln und kleben. Kann ich überall machen, auf der ganzen Welt. Oben links ist Lima und unten, und das zweite ist in Indien. Und unten, da war ich in Lima auch. Gut behütet, gut beschützt. Oben links in Indien, auch letztes Jahr, und unten auch in Indien. Und dann da ein Workshop in Paris. Schöne Siebdruckanlage hatten die. Weiß ich, 15 Tische, glaube ich, haben die. Oder wie ist Björn? Ja. Und unten hatte ich eine Ausstellung und Workshop in Siam. Ich war 2,5 Wochen in Siam an der Akademie, konnte unterrichten. 3-4 Stunden am Tag, den Rest hatte ich Zeit für mich. Ich habe im Hochhaus, wo ich wohnte, habe ich diesen Künstler, Tuschemaler, kennengelernt. Und der hat mir gerade den Schlüssel gegeben für sein Atelier. Ich konnte da immer hin. A, habe ich von ihm gelernt, wie er Tusche malt.
Und dann habe ich wie verrückt gemalt, ne? Große Tische voll und es war einfach sagenhaft. Vorträge China, oben rechts war vom Sommerworkshop. Es kommt jetzt etwas unscharf daher, das ist die Teresa. Von der Rodina. Von Rodina, die ist in der Mitte da mit uns. Die war auch im Workshop. Letzten Ende November konnte ich nach Speyer. Die Stadt Speyer hat so eine alte Druckerei und eine Galerie, städtische Galerie, hatte ich A, eine Ausstellung in der Galerie und B, konnte ich richtig noch wieder zurück zum Handsatz und Buchdruck. Ich hatte Hilfe, hatte einen alten Setzer und einen alten Drucker, die mir halfen. Also die waren nicht älter wie ich, aber auch ein alter Setzer. Ich bin auch ein alter Setzer. Und dann habe ich da, konnte ich an drei Tagen so ein Blatt machen, habe da verschiedene Blätter gemacht mit meinem Kernthema, das Ziel ist im Weg. Steht auch da. Überlegt euch das Ziel ist im Weg. Gehe ich zurück, da ist wieder eine Illustration, das ist ein Sportpreis in der Zentralschweiz, wird der immer vergeben da, kriegen die alle so ein Blatt von mir. Du-Umschlag zur neuen Alpenmusik, zurück zu den Plakaten, Duschemalerei 2000. Wieder dieses Aesthetic Heritage Ensemble, ihr könnt euch erinnern an dieses, den Amischlitten mit Leopard. Da habe ich mich bei der Recherche habe ich gemerkt, dass in Afrika von Nord nach Süd, nach West, nach Ost, überall haben diese Glasperlen. Und ich habe ein Raster gemacht, das sind alles diese feinen Glasperlenmuster und dann einfach eingefärbt. Oh, das ist verschwunden, tut mir leid. Das ist so ein Halbtransparent. Oh, Scheiße. Ja, ja. Newbag heißt die Gruppe. Ja, das macht jetzt keinen Sinn. Diese Gruppe, das sind eigentlich Mandarinen, ne? Zwei Posaunisten, zwei Gitarristen und die Gruppe hatte den Namen Doppelmoppel. Das heißt, zwei Instrumente zweifach. Ich habe mich erinnert an den Rorschach-Test. Ne? Kennt ihr Rorschach-Test? Das ist ein Schweizer Test. Links gemalt, abgedruckt und es gab wunderbare alkoholische Formen. Ne? Dies ist ein Trio, einfach drei Musiker. Ich habe jeden Buchstabe dreimal gesetzt. Simon Nabatov. Da ist auch das Pink etwas verschwunden. Solo-Piano-Konzert. Wir Grafiker lieben ja Material. Wir sind Sammler. Hoffentlich Jungen auch immer noch. Also auch so Stencil-Schriften, Metallplättchen, ne? Wo man dann sprühen kann. Das ist nur so entstanden. Einfach Spray. Sag immer, der Student hat immer mal gesagt, wenn ihr keine Idee habt, macht doch was mit Punkten. Ne? Nur Punkte kann man alles machen. Ne? Oder auch so, ne? Das war für ein Duo-Konzert. Tuba Saxophon, Arthur Bryce und Bob Stewart. Und dieses Kippbild, ne, gibt etwas Bewegung. Diese Idee kam eigentlich mit den Musikern, die Instrumente spielen. Sie spielen die extrem mit den Fingern, ne, mit der Fingerspitze. Das ist das Altsaxophon, das ist das Akkordeon und das ist der Kontrabass. Da habe ich alles mit Fingerprints gemacht. Diese Idee kam vom Saxophon mit den Röhren und Blättern, ja. Klappen. I think you played in that band too, Jim. Huh? Yeah. But the colors are not so nice there. It's a real bright yellow. Two different yellows. Sind zwei Yellow, zwei Gelb. Das ist für Chipak. Alice No Axis. Wann war es?
2006. 14 years ago. Und dann war ja das große Jubiläum von Helvetica. Die Schweizer feierten das natürlich. Es gab eine große Ausstellung in Zürich im Museum für Gestaltung und ich durfte auch ein Plakat machen. Das war's. Das war das Festivalplakat 2008 mit Tape. Das erste Mal habe ich hier mit Tape gemacht. Und zwar habe ich es in zwei Formen gedruckt. Das ist, was überdruckt ist, ist dann sichtbar doppelt. Es gibt hier eine Serigraphie, ein Blatt. Ich habe ja viele Jahre immer ein Blatt noch gemacht, eine Serigraphie oder eine Lithografie. Da oben seht ihr dann das Blatt, das ist eigentlich noch schöner. Aber da hat es mich das erste Mal gepackt mit Tape. Jedes Jahr konnte ich für den Siebdrucker ein Neujahrsplakat machen. Dann habe ich auch so ein Tape gemacht. Mit schönen Texten, da teilweise Englisch, teilweise Schweizerdeutsch. Hier 2009, Charles Gale Solo. Ich habe mir gedacht, mein Gott, ich fange immer an mit Bleistift und dem weißen Blatt. Aber gedruckt habe ich noch nie ein Plakat mit Bleistift. Da habe ich einen früheren Entwurf, habe ich gedacht, rufe ich mal den Siebdrucker an, ob der das schon mal ob das drucken kann. Ne? So. Ja, hätte es auch noch nie gemacht, da haben wir aber versucht dann. Ne? Und wir haben es, es ist ein super Druck, es sah aus wie echt. Und wir haben es in zwei Druckgängen gemacht. Erstmal ein Silber und dann drüber so ein Anthrazit, fast schwarz. Perfekt. Das ist für Alex Schnippelbach. Vielleicht könnt ihr es lesen. 1. Mai 2009. Solo-Piano. Das habe ich auf, wie sagt man, Löschpapier, wo es verfließt. Gibt es ja nicht mehr. Ja? Tinte. Wenn man Tinte hat, zu trocknen. Ne? Und das verfloss dann so schön. Ne? Das war in Heidelberg-Mannheim, machen die immer so eine Aktion, Mut zur Wut, heißt das. Und dann habe ich erst gedacht, das war das erste Mal, das war noch auf Einladung. Oh, jetzt kommen die auch noch mit Wut und so. Stuttgart hatte schon deine Wutbürger damals im Bahnhof immer. Ne? So, da habe ich eigentlich gedacht, ja, Schluss mit der Schwarzmalerei. Aber recht heftig hingeknallt. Mit Pinsel. Ich will jetzt nur hier ein paar Beispiele zeigen, auch. Ich erinnere mich hier auch der alten schönen Wandtafel, die man als Schüler hatte oder mit Kreide, ne, geschrieben hat. Das habe ich dann auch auf Wandtafel, so auf eine Schiefertafel gezeichnet. Und das hat ja was sehr Frisches und Spontanes, wie die Musik auch ist, ne, und noch etwas vermischt. Und dann einfach ein Scan. Grüße die Bühne. Und dann habe ich entdeckt, noch ganze Stapel Letraset von früher. Ne? Ja, heute kann man wieder mal anfangen damit. Und man ist richtig froh, wenn die etwas reißen. Ne? Und nicht so sau. Früher hat man sich, ich weiß wie, aufgeregt. Ne? Und da habe ich Silke Eberhardt ein Plakat gemacht mit Jerry Hemingway. Ja, ihr müsst das etwas zusammensuchen zum Lesen. Macht oben links an, Jazz, Willis auch. 28. Mai 2012, Silke Eberhardt, Jenny. Ja. Ich mag es immer noch. Dann war ein großer Grafikdesigner, ein guter Freund, verstorben, Shigeo Fukuda. Wer kennt Fukuda? Fukuda? Schreib's einfach. Fukuda, ganz großartig. Und das ist, war mein Plakat.
Wenn dir nichts einfällt, kannst du alles mit Punkten mal versuchen oder auch mit Linien nur. Ne? Das ist für ein Solo-Gitarrenkonzert von Fred Fritz. Alles gleich breite Linien. Für PFAW, Solo Percussion. Dann eben entdeckte ich diese schönen Streifen. In Berlin auf dem Baumarkt. Eigentlich wollte ich nur ein schwarzes Tape kaufen, weil ihm bei der Waschmaschine was so getroffen hat. Da sehe ich, oh, die haben ja so tolle alle Farben. Da habe ich gekauft und fing an. Ne? Voll den Ärmel. Sagt ihr das auch, den Ärmel eingelitzt? Okay. Sagt ihr nicht? Ne? Ja. Ich habe voll aktiv. Jetzt, da muss ich ja nicht viel zeigen, da habt ihr eine ganze Wand hier. Und vor allem, was natürlich spannend war, so eine große Wand zu machen. Das habe ich das erste Mal gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Ich zeige jetzt nur noch, wie diese Tape-Arbeit eben auch wieder meine Plakate beeinflusst haben. Hier für Jürg Wickihalder, Barry Guy, Lukas Nickli. 20. Juni 2019, 20 Uhr, Bau 4, Altbühne. Ja. Oder hier. Kann man alles lesen, ne? Wenn man will. Oder hier für ein Touristikplakat. In unserer Region, Sörenberg. Das musste für Winter und Sommer sein. Ne? Ja, Winter ist einfach ein weißes Blatt, ne? Auch hier denke ich immer noch, ist eine gewisse Beeinflussung von Tape. Ohm heißt die Gruppe. Wenn ich ja reise oder überhaupt, ich finde es wichtig, auch für euch junge Designer, skizziert. Ihr seht so viel in der Straße, wenn ihr unterwegs seid, macht eine kleine Skizze. Ne? Und ich brauche das, ich skizziere, wo ich bin. Das ist oben, die beiden sind aus Istanbul und links ist aus Chelsea, New York und unten rechts, das sieht man jetzt etwas schlecht, das sind so alte, schöne Autos in Havanna, in Kuba. Wo ihr seid, oder mit Pinsel malen und zeichnen, macht immer Spaß. Praktisch viel ein weißes Blatt. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, wir fangen immer an mit dem weißen Blatt. Oder mit einer leeren weißen Wand. Und nach zwei Tagen ist die voll. Ne? Und in einem Monat reißen wir das wieder runter. Ne? Oder ich male viel, ich zeichne zur Musik. Das sind alles Musikgruppen. Ne? So Kreidezeichnungen. Oder Farbstift. Oder sonst was für Farbe. Ich aquarelliere viel in der Landschaft. Wir haben eine wunderbare Landschaft. Nur spazieren, kleine Malkasten dabei. In jeder Jahreszeit. Oder freie Aquarelle. Einfach locker malen und dazu Musik hören. Macht Spaß. Wieder Landschaft. Jetzt sage ich nochmal, das sind so, die und da denke ich, können wir auch was politisches Zeichen setzen und zur Gesellschaft Stellung nehmen. Ich habe wunderbar die Litfaßsäule, die ich da gezeigt habe am Anfang, die haben wir eigentlich zur freien Verfügung. Wir geben die auch an Theatergesellschaften und so weiter zu plakatieren, aber da kann ich auch selber Botschaften anbringen. Dieses hier habe ich eigentlich auch für diese Aktion Mut zur Wut gemacht, eigentlich für Deutschland. Und damals war so in aller Munde diese Steuerflut, die Kälte, die in die Schweiz fließen. Dann habe ich auch der Uli Hoeneß war gerade im Knast. Da habe ich gedacht, Steuerflut. Und habe so gemacht, da fehlen doch zwei Buchstaben. Ne? Das sind denn Livo. Zehnmal für mich. Und da gibt es eine Wanderausstellung von Mirko Ilic aus New York, die geht wirklich um die ganze Welt zum Thema Toleranz. Habe ich auch das gemacht.
kann man sich natürlich reingucken und verschiedenes finden zum Thema Toleranz. Dann war an den letzten Nationalratswahlen in der Schweiz, war natürlich auch die große Diskussion, ne? die Zuwanderung. Und dann habe ich das gemacht. Eine offene Schweiz, SVP, Silvouplay heißt es natürlich, aber SVP ist auch die große rechtspopulistische Partei und die möchten ja eigentlich die Grenzen schließen. Ne? Es gibt immer Reaktionen, wenn sowas hängt dann. Ne? Gehe zurück zum Jazz. Lina Alemano. Die ist ja meistens jetzt auch in Berlin, glaube ich. Ja? Die kommt jetzt erst wieder. Die kommt ist noch, wieder. Ist noch in Kanada unterwegs. Das habe ich auf Facebook gesehen. Gemacht, ja. Oh, das ist auch schneller, toller, Meier heißt die Gruppe. Ist natürlich Typografie. Aber man kann es lesen. Ich habe es dann einfach gedreht und gespielt und so weiter. Oben kann man lesen, Jazz im Bau 4 Ausführung und unten das Datum und zwischendurch schneller toll. Diese Gruppe nennt sich Zoom. Und die Idee ist schon gegeben. Zoom. Da hatte ich im 2017, zu meinem 70. hatte ich eine große Ausstellung. Im Volkwang-Museum in Essen. Da habe ich so ein Sammelsurium von Elementen aus meinem Plakat eingebaut. Aber der Grund war eigentlich, ich zeige euch das nachher, weil ich konnte da erstmals ein animiertes Plakat am Eingang des Museums, ein wunderbares Museum in Essen. Groß war das animiert am Eingang. Und das zeige ich dann am Schluss. Das kann man sich. Dann, manchmal ist es halt wirklich nur eine Zeichnung. Hier ist es ein richtiges Wimmelbild. Für Silke Eberhardt Trio muss man zusammensuchen. Man findet es, wenn man mit oben Silke sieht. Das war eine Idee, ist, die Gruppe kommt aus Berlin in die Provinz, in die Schweiz, da unten mit der Kuh und dem kleinen Häuschen. Also ich mag es eigentlich, es ist ein ganz atypisches Plakat. Und was mich ja gefreut hat, wo es dann hing, ich hatte ja so verschiedene, ich habe eine Dreierwand in Wienisau und die einzelne und die Litfaßsäule. Aber auf der Dreierwand, da haben dann Kinder angefangen auszumalen. Diese Gruppe, Christy Dorrance, wie heißt die schon wieder? Muss ich hören. Sound Fountain, Sound Fountain. Da auch etwas Bewegendes. Letztes Jahr konnte ich fürs AMR Genf Jazz Festival das Plakat machen. Das war mein letztjähriges, also vorletztjähriges Neujahrsbotschaftsplakat. Kapitalisten aller Länder, verändert euch. Man kann ja nicht mehr sagen, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das ist ja vorbei jetzt mit dem Kommunismus. Aber das wäre vielleicht ein Ansatz. Gab auch zu reden. Das wäre für den Posaunisten Samuel Blaser, der lebt auch hier in Berlin. Ein Posaunist. Für Lukas Nickli, Solo. Ein Perkussionssolo. Er nennt das Programm Alchemia Garden. Eindeutig aus den Tapes beeinflusst. Da guckt er die Punkte und Kreise. Diese Gruppe der Workers, Urs Leingruber, Omri Zimmer, Christian Weber, Alex Huber, Silber, Rot und Schwarz. Natürlich von den russischen Konstruktivisten beeinflusst. Lisitsky und so, ne? The Workers. Das ist ein Tape-Plakat mit dem beigen Tape auf Packpapier. Leider kommt sie der Farbe auch nicht so toll dran. Es gibt einen schönen Überdruck mit den beiden Tapes jeweils.
dann hatte ich vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren schon fast, kam ein junges Modelabel zu mir. Die wollten gerade starten. Sie sind in Zürich und in New York zu Hause. Ja, sie möchten ihr erstes Programm alles mit aus meinen Plakaten machen, Mode. Ob sie das dürfen. Vielleicht nur los. Das Leben nennt sich Schattenspiel. Und die haben tolle Sachen gemacht. Und beste Qualität. Ich habe gesagt, ihr könnt alles, ihr könnt ändern, Farben, alles, was ihr wollt. Und sie haben mir aber immer alles gezeigt. Die Farben gehen, wisst ihr noch dieses Tuschezeichnung für den String Trio? Tolles Hemd. Wow. Also das kennt ihr auch noch? Aus dem Plakat von 78. Oder hier, das war für einen Schweizer Abend. Und unten die Schrift ist aus diesem Schreibmaschinenplakat. Hier auch die Schrift im Jackett ist auch der Schreibmaschinen von Dave Holland und unten ist von dem String Trio, das sind die Kühe, die habe ich jetzt nicht gezeigt. Das ist aus dieser Festival-Tuschezahlerei. Ja, das ist auch ein Plakat für Carter McRae, die American Songbook. Habe ich das gemacht, in diesen Farben. Haben wir noch so eine Fahne gemacht. Das für ein Plakat in dem Wald, für ein Theaterstück. Und eben Schattenspiel ist ihr Label. Das finde ich etwas witzlos. If you cover Helvetica, sie haben es nicht gekauft. Aber das ist vielleicht, ich habe sie gesagt, aber sie findet das gerade witzig. Das ist ihr Leben, ne? Ja, zurück zum Neujahr. Letztes Neujahr habe ich dieses Plakat gemacht, so einfach eine Neujahrsbotschaft. Neues Jahr, neues Jahrzehnt, neue Möglichkeiten, neue Anforderungen. Ist dann auch immer meine Neujahrskarte. Jetzt zeige ich die ganz aktuellen Plakate für dieses Jahr. Das ist für das Plakat, das nächsten Samstag stattfindet. Und die Gruppe spielt übrigens am Freitag bleiben wir auf dort, ja. Also morgen, ne? Morgen, ja. Aber das ist jetzt, was hier weiß ist, ich sage es selber. Und Just Tape It. Sind wir hier. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.